Auf dem Weg zur EU. Etappen der europäischen Einigung. Am 9. Mai 1950 stellte Robert Schuman, der damalige Außenminister von Frankreich, einen Plan vor, welcher die Grundsteine für die Gründung der EU legte. Ein französischer Unternehmer und Generalkommissar für den französischen Wirtschaftsplan, Jean Monnet, entwickelte diesen Plan, welcher beinhaltete, die Produktion und Verarbeitung von Kohle und Stahl mehrerer Länder zusammenzulegen. All diese Ideen fanden Praxis im sogenannten Schuman-Plan, welcher auch vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer unterstützt wurde. Jean Monnet, Konrad Adenauer und Robert Schuman gelten auch als Gründervater der EU und mit ihrem, beziehungsweise Monnets Schuman-Plan, forderte Frankreich die gemeinsame Kontrolle dieser kriegswichtigen Stoffe, also von Kohle und Stahl. 1951 fand all diese Ideen in der sogenannten EGKS, also Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, oder auch Montanunion genannt, ihre Praxis. 1951 wurde diese mit den sechs Mitgliedstaaten Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Belgien, Italien und den Niederlanden gegründet. Besonders wichtig hierbei war die Verbindung zwischen Frankreich und Deutschland, da diese für eine Aussöhnung der beiden Staaten dienen sollte und die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg in der Nachkriegszeit liefern sollte. Ein wichtiger Meilenstein der europäischen Integration sind die römischen Verträge. Diese wurden von den sechs europäischen Mitgliedstaaten am 25. März 1957 unterschrieben und traten am 1. Januar 1951 in Kraft. Zu den römischen Verträgen galten die Gründungen von zwei Organisationen. Einmal die der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und die der Europäischen Atomgemeinschaft. Das Hauptziel der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war es, ein harmonisches Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten in Sachen Wirtschaftspolitik zu schaffen. Dazu gehörten langfristige Ziele wie der Aufbau einer Zollunion innerhalb der Mitgliedstaaten, die Beseitigung von Handelshemmnissen innerhalb der Mitgliedstaaten und vor allem der Bewegungsfreiheit von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen innerhalb der Mitgliedstaaten, so dass eben ein gemeinsamer Wirtschaftsmarkt geschaffen werden konnte, der zu Wirtschaftswachstum führt. Das Ziel der Europäischen Atomgemeinschaft hingegen war es, die Förderung und Nutzung von Atomenergie sicher und besser zu ermöglichen. Neben den eben genannten langfristigen Zielen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft legte diese außerdem fest, gemeinsame Politik zu betreiben, und zwar in Themen wie Landwirtschaft, Verkehr oder auch Handel. So soll langfristig, laut der Präambel des Vertrages, Frieden und Freiheit in Europa geschaffen werden, beziehungsweise auf jeden Fall zwischen den Mitgliedstaaten, und der Lebensstandard der Menschen, die in den Mitgliedstaaten leben, verbessert werden. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft hatte eine extrem hohe Bedeutung für die Integration Europas, weil sie erstmal die Volkswirtschaft von über 180 Millionen Menschen umfasste und stark beeinflusste und außerdem einen großen Anstoß für oder zur institutionellen Weiterentwicklung Europas in Sachen Zusammenarbeit bietete. Mittlerweile umfassen die europäischen Institutionen eine parlamentarische Versammlung, in welche aus den nationalen Parlamenten Abgeordnete delegiert wurden, welche sich dann zu übernationalen Fraktionen zusammenschlossen. Außerdem ein Ministerrat, zu welchen aus den jeweiligen Länderregierungen Minister entsandt wurden. Außerdem eine Kommission und ein Gerichtshof. All diese Institutionen saßen nun in Straßburg und bieteten nun viel Potenzial für die institutionelle Weiterentwicklung Europas. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Europäische Atomgemeinschaft werden 1967 zusammengelegt und werden zusammen zu den Europäischen Gemeinschaften, kurz EG. Der Fusionsvertrag wurde bereits 1965 aufgelegt, jedoch trat er 1967 erst in Kraft. Es stellte sich oft die Frage, ob neben einstimmigen Entscheidungen auch Mehrheitsentscheidungen eine Entscheidung treffen konnten. Da gab es Unstimmigkeiten. Die Einheitliche Europäische Akte, EEA. Diese trat 1987 in Kraft und bildet auch noch heute einen wichtigen Reformschritt für Gesamteuropa ab. Die europäischen Gemeinschaften hatten durch die Europäische Akte plötzlich mehr Zuständigkeiten
und mehr Befugnisse. Einerseits wurden die Entscheidungsprozesse im Ministerrat deutlich vereinfacht, aber auch wies man nun Themen wie Umweltschutz, Forschungsförderung und Technologien der europäischen Gemeinschaften zu. Die Politik der EG wurde dadurch beweglicher und ihre Macht wurde größer. Ebenfalls ist es wichtig zu erwähnen, dass nun sowohl Unternehmen als auch Privatmenschen ihren Wohnsitz bzw. ihren Firmensitz frei wählen konnten. Fällt die Mauer. Und ein Jahr später löst sich die Sowjetunion auf. Das bedeutet, neutrale Staaten wie Schweden, Finnland und Österreich können nun auch in die EU eintreten, ohne international sich auf eine Seite zu stellen. Der Maastrichter Vertrag. 1993. Der Maastrichter Vertrag ist ein sehr, sehr wichtiger Reformschritt für Europa und das Wichtigste, was er gemacht hat, ist die heutige Europäische Union. Dazu zählt einmal die Währungsunion mit dem Euro. Dieser wurde zwar erst 1999 eingeführt, dennoch wurde die Entscheidung bereits 1993 getroffen. Die Europäische Union, wie wir sie heute kennen, existierte zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es waren deutlich weniger. Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sowie die gemeinsame Rechtspolitik und Teile der Innenpolitik sind ebenfalls ein wichtiger Baustein für die heutige EU. Allgemein kann man sagen, dass durch die Maastrichter Verträge die Macht der früheren Europäischen Vereinigung oder sozusagen der heutigen EU expandiert ist. Eine weitere Herausforderung stellten die vielen Staaten in Mittel- und Ost- und Südeuropa, die nun auch der EU beitreten wollten. Der Nizza-Vertrag wurde im Jahr 2000 geschlossen und ist im Jahre 2003 in Kraft getreten, um die Strukturen der EU auf die Aufnahme von neuen Mitgliedern vorzubereiten und um die Stimmen der Mitgliedstaaten neu zu gewichten. Im Mai 2004 traten somit 10 neue Staaten in die EU ein, welche neue Herausforderungen für die EU brachten, da die Wirtschaftsleistung der neuen Staaten oft weniger als nur 50% der durchschnittlichen Wirtschaftsleistung pro Kopf betrug. Der Vertrag von Lissabon, welcher im Jahr 2009 in Kraft getreten ist, sollte die EU demokratischer, transparenter und effektiver machen. Die Demokratie wurde durch größeren Einfluss des EU-Parlaments, mehr Mitsprache der nationalen Parlamente, Einführung eines Bürgerbegehrens, Abstimmung mit doppelter Mehrheit erreicht. Mehr Transparenz ist entstanden durch einen klaren Kompetenzkatalog und Öffentlichkeit der Ratssitzungen bei Gesetzesentscheidungen. Mehr Effektivität entstand durch die Leitung des EU-Rates durch einen 2,5 Jahre gewählten Präsidenten, Bündelung der außenpolitischen Kompetenzen von Rat und Kommission für die Außen- und Sicherheitspolitik, Schaffung eines EU-Auswärtigen Dienstes und durch mehr Mehrheitsentscheidungen statt Einstimmigkeitszwang.